von meinem lieben Kollegen Andreas Bernauer. Andreas hat in Tübingen promoviert und arbeitet seit ein paar Jahren bei der Active Group. Und ein Projekt, das wir gemacht haben, wo wir den Erfahrungsbericht geben. Viel Spaß. Okay, Dankeschön. Der Leitspruch dieser Konferenz ist ja, was passiert, wenn wir einfach mal das Beste nehmen? Und nach der letzten Konferenz haben wir uns den Leitspruch gleich zu Herzen genommen für unser nächstes Kundenprojekt. Ich habe mich also hingesetzt, konfrontiert und bin dann gleich über die erste Hürde gestolpert. Was ist das Beste? Und natürlich bin ich zum Schluss gekommen, das lässt sich nicht pauschal beantworten, aber es ist sicherlich hilfreich, sich ein Arsenal zurechtzulegen von Methoden oder Herangehensweisen, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen haben. Und von unserem letzten Projekt möchte ich gerne vier dieser Methoden oder Herangehensweisen herausstellen und hier darüber berichten, in der Hoffnung, dass die in eurem Arsenal sich auch als ähnlich erfolgreich erweisen können. Also was sind diese vier Methoden oder Herangehensweisen? Das erste ist, wir haben es auch schon in anderen Talks oft gehört, Immutability, also die Unveränderlichkeit von Daten. Es erleichtert es nicht nur, über ein Programm nachzudenken, sondern in unserem Fall auch die Synchronisierung von mobilen Geräten. Der zweite Punkt, den habe ich der Einfachheit halber Kanzlerwechsel genannt. Wenn man unveränderliche Daten hat, passt es ja doch nicht ganz zur Wirklichkeit, die sich ja verändert. Also braucht man eine Methode, mit der man die Veränderung dieser Daten repräsentieren kann. Diese Methode habe ich Kanzlerwechsel genannt. Und sie erleichtert uns die Konsistenz innerhalb der Datenbank sicherzustellen. Der dritte Punkt sind Merkle Trees. Und hier ist jetzt keine politische Anspielung gedacht. Merkle Trees ist eigentlich ein alter Algorithmus, aber den haben wir jetzt quasi hier für den Fall wiederentdeckt. Den werde ich auch kurz vorstellen. Ist sehr hilfreich, um synchronisieren, um Daten schnell und zügig zwischen zwei Geräten zu synchronisieren. Und der letzte Punkt sind Monaden. Für die Datenbank habe ich dann ein monadisches Interface geschrieben, möchte zeigen einmal, wie man das jetzt hier in AirSharp konkret umsetzen kann und auch welche Vorteile es hat bezüglich der Stability oder der Kombinierbarkeit der Datenbankoperationen. Okay, also aber jetzt zunächst erstmal zum Wunsch des Kunden. Das war ja ein Kundenprojekt, das ist ein großer Automobildienstleister. Er hat ungefähr 300 Standorte, dort gibt es etwa insgesamt 1500 mobile Geräte. Es gibt Prüfingenieure, die nehmen bestimmte Messungen an den Autos vor. Der Prüfingenieur hat so ein mobiles Gerät, läuft an eine Prüfstation, steckt seinen Laptop dort ein und nimmt dann Messungen vor. An der Station hier zum Beispiel ist ein Drehzahlmesser angeschlossen, es gibt einen bestimmten Ablageort für die Messdaten und es ist ein Drucker angeschlossen, hier von mir so ein HP LaserJet. Und der Prüfingenieur dockt also seinen Laptop ein und was er als erstes gemacht hat, ist den Laptop konfigurieren. Er guckt dann, okay, was für ein Messgerät ist dort und was ist der Ablager und was für ein Drucker ist da. Und der Wunsch des Kunden war, dass es automatisch geht. Der Prüfingenieur soll nur noch eindocken, das Gerät erkennt den Platz, aha, ich weiß, das Messgerät, der Ablager, der Drucker oder eben weitere Konfigurationseinheiten. Also es soll automatisch konfigurieren. Und der zweite Wunsch war, man möchte natürlich nicht, dass jeder Prüfingenieur jede Prüfstation erstmal einklicken muss in sein Gerät, sondern die Geräte sollen sich untereinander synchronisieren, sodass jede Prüfstation nur einmal von einem Prüfingenieur aufgenommen werden muss. Und von da ab kann dann Michaela von Stuttgart nach Ulm beordert werden, packt ihren Laptop aus, dockt ihn dort ein und fängt sofort an zu arbeiten, weil der Laptop hat sich in der Zwischenzeit synchronisiert mit den Laptops vor Ort und weiß schon Bescheid, aha, an dieser Prüfstation muss ich die und die Konfiguration vornehmen. Also es gibt zwei Punkte. Es soll sich automatisch konfigurieren und es soll sich synchronisieren. Wir haben das Projekt umgesetzt als Windows-Anwendung und haben das in AirSharp und dann damit halt auch in .NET realisiert. Okay, Konfiguration soweit klar, Synchronisierung. Was ist das eigentlich genau? Wohl wahrscheinlich die einfachste Frage im gesamten Projekt. Was heißt das jetzt? Okay, wir haben hier einen Michaela mit ihrem Laptop. Und wir hatten schon eingerichtet für die Prüfstation 1 mit dem Drehzahlmesser, bestimmten Ablageort und dem Drucker. Und jetzt ist hier Sven auf der rechten Seite, der weiß schon, aber sein Laptop weiß, okay, es gibt diesen Drehzahlmesser und diesen Ablageort. Und wenn jetzt Michaela und Ben synchronisieren, bedeutet das eben, dass die Information über den Drucker auch in der Konfiguration eben von Ben vorhanden ist und somit Ben und Michaela den gleichen Datenbestand und die gleichen Vorstellungen bezüglich der Konfiguration an dieser Prüfstation haben. Also nach der Synchronisierung besitzen die beiden dieselbe Vorstellung davon. Okay, ja,
nichts Spannendes bis jetzt. Die Frage ist jedoch, was genau synchronisieren wir? Und erster Ansatz war so, okay, wir haben hier ein Kästchen, das soll die Busstation darstellen und deren Konfiguration. Das ist der gemeinsame Ausgangspunkt von Michaela und Ben. Und jetzt nimmt jeder von den beiden unabhängig voneinander Änderungen vor. Zum Beispiel Michaela sagt, ach nee, das wurde ja ausgetauscht gestern, das ist kein Drehzahlmesser, sondern hier ein Barometer angeschlossen. Während Ben bemerkt, ach nee, das ist ja gar nicht mehr der Laserjet, sondern das ist so ein Brother-Gerät. Und nimmt die entsprechende Konfigurationsänderung vor. Jetzt treffen die beiden sich wieder und wollen synchronisieren und ja, okay, was soll jetzt passieren? Was ist jetzt das Ergebnis dieser Synchronisierung? Sicherlich weder nur das eine Objekt, sondern das andere Objekt, sondern man muss die irgendwie mischen. Aber in Anwendung ist es natürlich schwierig zu wissen, was ist denn die Mischung? Okay, wir als Menschen verstehen schon, dass Michaela nur die Änderung vorgenommen hat und Ben nur die Änderung am Drucker vorgenommen hat. Aber das Programmatische umzusetzen, auch für kompliziertere Konfigurationseinheiten, ist recht schwierig mit so einem Mischungsalgorithmus aufzuwarten. Stattdessen hat sich als sinnvoll herausgestellt, wenn man möglichst kleinteilig synchronisiert. Wir haben die einzelnen Konfigurationsteile extra aufgeführt. Also wir sagen, wir synchronisieren nicht Busstationen, sondern Fakten, die man über die Busstationen sagen kann. Zum Beispiel, es gibt eine Busstation 1, das ist ein Faktum. Dann, die Busstation 1 hat ein Drehzahlmesser, Punkt, ein zweites Faktum. Oder die Busstation 1 hat folgenden Drucker. Wenn man das jetzt durchspielt, hier wieder der gemeinsame Ausgangszustand und Michaela nimmt die Änderung vor, nein, kein Drehzahlmesser mehr, sondern ein Barometer und Ben, nein, kein Laserjet, sondern eben der Brother. Wenn man die beiden Fakten, die beiden Mengen an Fakten zusammenführt, dann gibt sich mehr oder weniger natürlich, was die Endkonfiguration ist. Also die Idee hier ist, nur Fakten zu synchronisieren, möglichst kleinteilig. Da muss man ein bisschen auch ein Fingerspitzengefühl haben, wie kleinteilig man gehen will. Und wenn man das macht, vereinfacht man sich die Synchronisierung. Okay, also wir haben... Ja, bitte? Ja, Michaela nimmt die Änderung vor, klappt den Notebook zu und geht in die Mittagspause. Ja, hat noch nicht gedruckt, Ben kommt her, der Drucker ist ja anders. Ändere ich gleich mal kurz. Und so... Okay, also wir haben herausgefunden, es macht irgendwie Sinn, Fakten zu synchronisieren. Wir können uns ja schon mal eine erste Version von einer API machen für unsere Datenhaltung. Also da müssen wir auf jeden Fall was auslesen, also Get-Funktion. Wir haben Busstationen, das sind so Orte oder Gegenstände oder Objekte. Wir können die intern eben mit so einer globalen ID versehen, die wir uns einfach ausdenken, wenn so ein Ort angelegt wird. Und für jeden Ort können wir uns eine Eigenschaft überlegen. Zum Beispiel eben den Drucker und in dem bestimmten Wert geben, zum Beispiel HP LaserJet 2130. Also das ist dann das Ergebnis von der Get-Funktion. Dazu natürlich möchten wir auch Sachen reinschreiben. Der übergibt mir eben diese ID von dem Objekt, dessen Eigenschaft wir setzen wollen, die Eigenschaft, zum Beispiel den Drucker, den Wert, eben gerade in HP 2130. Und zurück kommt dann ein Hash-Wert. Das ist ein Hash-Wert über die vorher übergebenen Werte. Und dieser Hash-Wert wird später noch als Identifikationszahl oder als ID für das Faktum dienen, das wir hier mit Put in die Datenbank eingetragen haben. Ein Beispiel, hier ein F-Sharp-Code. Man bindet eben die Variable Station-1-Printer-ID an das Ergebnis von dem Aufruf von Put. Mit dieser globalen ID für die Busstation 1, die man sich irgendwo anders ausgedacht hat, setzt die Eigenschaft Drucker und den Wert von dem String jetzt hier der Einfalt halber HB 2130. Damit haben wir jetzt in der Datenbank hinterlegt, an der Station 1 ist halt die Eigenschaft Drucker eben diesen Wert HB 2130. Okay, wir können Sachen reinschreiben, wir können Sachen rauslesen. Ganz einfach ist die Wirklichkeit nicht, man will ja manchmal auch Sachen ändern oder löschen. Wie geht es mit dem Löschen? Wie kann man den löschen? Okay, also Michaela hat diese Konfiguration gehabt, ist in Urlaub gegangen, kommt nach 4 Wochen später, in der Zwischenzeit ist der Drucker kaputt gegangen und es gibt auch kein Ersatzgerät, weil Beschaffung, Ben hat es in seiner Datenbank jetzt schon mal, in seiner Konfiguration schon mal eingetragen, es gibt keinen Drucker mehr. Wie sieht es dann aus? Michaela kommt aus dem Urlaub zurück, klappt ihr Laptop auf, der synchronisiert sich dann mit dem von Ben. So, was wir jetzt eigentlich gerne hätten, ist, dass die Partei, dass es hier fehlt,
an Michaela übertragen wird, aber das Bild sieht genauso gleich aus wie die Anfangsfolie. Stattdessen würde natürlich wieder passieren, dass die Information von Michaela wieder zurückfließt. Ja, das wollen wir aber gar nicht. Okay, also wenn man drüber nachdenkt, man kann, wenn man so die Daten verteilt hält, oder es gibt viele Kopien von den Daten, keine Zentrale, man kann nicht löschen. Das geht nicht. Das taucht dann immer wieder auf. Ja? Man muss was anderes machen. Aber wir können mal festhalten, wir wissen, wirkt es so, als wenn wir die Daten nicht ändern können, dann sind die Daten letztlich im Mutterbild. Ich schreibe die einmal in die Datenbank rein und dort bleiben die dann. Ich kriege die nicht mehr gelöscht. Das ist natürlich blöd, nicht löschen. Ja, die Wirklichkeit ist anders. Die Kur geht kaputt, ich möchte das ja entfernen. Was kann man da machen? Okay, die erste Idee, ja, wir nehmen Zeitstempel. Die Konfiguration von Ben, die ist ja jünger als die von Michaela, die war ja im Urlaub. Stellt sich raus, Zeitstempel ist sehr schwierig. Erstens mal, man hat eine andere Abhängigkeit dazu, Zeit. Ja. Zweitens, man muss dann die ganzen Synchrone zeitlich synchron halten. Man muss irgendwie sorgen, dass die alle 1500 Geräte über alle 300 Standorte die gleiche Vorstellung von Zeit haben. Was auch sehr schwierig umzusetzen, wenn nicht sogar unmöglich umzusetzen ist. Die haben dann Außendienstmitarbeiter, die fahren mit dem Auto rum, die haben dann gar keinen Netzwerkzugriff und dann trifft er deren Clock weg. Riesengroßes Problem, okay. Haken wir ab, Zeit können wir lassen. Nächste Vorstellung, verteilte Datenhaltung, erinnere mich doch mal jeden Tag mit Git. Ja? Ich habe so einen Log. Ja? Ben hat nur den Eintrag drin, der Drucker geht nach Dev 0 und dann tue ich das synchronisieren. Stellt sich aber raus, ist auch dann nicht so einfach, wenn ich dann merchen will. Ja, bei Git, wenn ich einen Fast-Forward-Merge habe, ist einfach, aber es gibt natürlich auch Konflikte beim Merchen. Und die müsste ich dann hier bei der Synchronisierung irgendwie automatisch auflösen, wenn es zu Konflikten kommt, wenn die zum Beispiel denselben Drucker unterschiedlich konfiguriert haben. Das ist also auch sehr schwierig. Ja, blöde Situation. Ja, irgendwas müssen wir aber dann doch machen. Da sind wir mit der Idee Kanzlerwechsel, da habe ich viel mit Markus diskutiert. Also eigentlich sollte das nicht Kanzlerwechsel heißen, sondern konstruktives Misstrauensvotum ohne Abstimmung. Das passt hier nicht auf die Folie, deswegen Kanzlerwechsel. Was meine ich damit mit Kanzlerwechsel? Ich will Werte überschreiben. Und unsere Verfassung sieht vor, dass es immer einen Kanzler fürs Parlament gibt. Und manchmal ist man unzufrieden mit dem alten Kanzler und will einen neuen Kanzler haben. Und die Verfassung sieht vor, man kann nur dann den alten Kanzler loswerden, wenn man sich auf einen neuen Kanzler einigt. Das ist Kanzlerwechsel. Ich kann das neue Datum erst dann in die Datenbank reinschreiben, wenn ich sage, ich kann Datum in der Datenbank erst dann löschen, wenn ich sage, was das neue Datum ist. Und das Löschen mit Hinzufügen als Änderung unterstütze ich eben als atomare Operation auf der Datenbank. Also das Faktum erweitere ich jetzt in unserer API. Die Get-Funktion bleibt gleich, aber die Put-Funktion erweitere ich, indem ich beim Schreiben sage, welche alten Fakten jetzt für obsolet erklärt werden. Und hier kommt wieder diese ID ins Spiel, die mir die Put-Funktion liefert. Ich gebe mir die Liste oder das Array der Fakten an, der IDs von den Fakten an, die ich jetzt mit diesem neuen Eintrag für obsolet erklären will. Die Liste kann ich auch leer lassen, dann füge ich einfach ein neues Faktum hinzu. Am Anfang sollte man ja keine Prüfstation haben, dann fügt man das einfach hinzu und lässt die Liste leer. Aber später dann, wenn man den Drucker zum Beispiel löschen will, dann kann man eben hier die ID von dem Drucker angeben, den man dann eben als gelöscht markiert haben will. Oder wenn man den Drucker ändert, dann eben die ID von dem Drucker, der jetzt einen neuen Wert bekommt. Um an diese IDs zu kommen, ist es hilfreich, wenn man noch eine Search-Funktion hat. Die haben diese IDs dann geliefert. Das ist sehr simpel hier. Man gibt wirklich den konkreten Wert an, den man sucht, ein Objekt oder eine Eigenschaft oder einen bestimmten Wert. Und wenn das eben gesetzt ist, also Option ist dieser Maybe-Datentyp, also wenn da ein Wert drin ist, dann wird eben nach Fakten gesucht, die jeweils die entsprechenden Werte haben. Und Search gibt man dann die Liste der Fakten zurück. Kleines Beispiel. Also wenn ich jetzt in die Printer den Drucker austauschen möchte, dann würde ich zunächst mal für die Station 1 eben suchen, was für Fakten den Drucker setzen. Das mag ich mir in der Variablen Old Printer IDs. Und dann im nächsten Schritt eben für die Station 1 und die Drucker-Eigenschaft eben den neuen Wert Brother MFC J46 zu setzen und dabei zu sagen, ja und 21.30 übrigens ist das Bild nicht mehr. Dieses Konzept. Ja, erst die alten raussuchen, die neuen schreiben, können dann auch abstrahieren.
mit einer Update-Funktion, die hätte eigentlich konstruktives Misstrauensvotum ohne Abstimmung heißen sollen. Einfach hat er aber Update, kriegt eben die Objekt-ID, die Eigenschaften und den neuen Wert. Sucht mir dann aus der Datenbank die alten Werte raus für eben die Eigenschaft des Objekts und verwendet dann eben diese Liste, um den neuen Wert zu setzen und den alten Wert als ungültig zu markieren. Was ich jetzt, wenn ich wirklich löschen will, das ist ja mehr so ändern, ja, kann man zwei Sachen machen. Einmal, man kann in den Werten, den Value, den man hier setzt, gleich einen Maybe-Typ verwenden. Also eine Serialisierung von dem zum Option. Man sieht von vornherein vor, okay, an dem Platz ist eventuell kein Drucker oder es ist ein Drucker mit folgender Einstellung. Oder wenn man das nicht hat oder nicht möchte, kann man sich behelfen, indem man ein globales Löschobjekt sich ausdenkt und dem Löschobjekt Fakten hinzufügt, deren einziger Sinn ist, andere Fakten für ungültig zu erklären. Damit kann man dann die Fakten von anderen Objekten als gelöscht markieren. Okay, also was haben wir bisher? Wir haben eine Datenbank, wir können da Werte raus, Fakten rauslesen, wir können Fakten reinschreiben und wir können Fakten ändern bzw. Fakten löschen. Es geht hier um Synchronisierung, das ist natürlich ein großes Problem, ich habe es vorhin kurz angeschnitten, sind Konflikte. Also was ist, wenn jetzt Michaela und Ben dieselbe Eigenschaft unabhängig voneinander ändern? Also Michaela sagt nein, kein Drehzahlmesser, sondern ein Barometer. Und Ben sagt nein, kein Drehzahlmesser, aber eine Waage, wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist. Die Möglichkeit besteht zumindest. Gut, beim Synchronisieren, zunächst mal passiert ja nichts so Schlimmes. Also ich trage das einfach alles ein, es gibt die Fakten. Nur wenn ich dann nach dem Faktum Messgerät frage, kriege ich eigentlich zwei Antworten. Ja, ich kriege Antwort Barometer und ich kriege Antwort Waage. Und wie löse ich jetzt? Wie löse ich jetzt den Konflikt? Eine Idee ist, das beim Synchronisieren eben zu machen, wenn ich dann das reinschreiben will in meine Datenbank, merke ich, oh nee, halt, hier gibt es einen Konflikt, dann muss ich jetzt was machen. Stellt sich heraus, dass es nicht so gut und sinnvoll ist, weil was passiert? Michaela kommt aus Stuttgart, fährt nach Ulm, klappt ihren Laptop auf, synchronisiert mit Ben und jetzt kriegt Ben in Ulm einen Konflikt über den Wert in Stuttgart. Welches Messgerät ist jetzt an Busstation 1 in Stuttgart eingerichtet? Ja, Ben kann das unmöglich wissen, er sitzt da in Ulm. Deswegen haben wir einen anderen Ansatz gewählt, das macht der RIAC auch so, da haben wir uns auch inspirieren lassen von. Wir lösen den Konflikt beim Lesen. Also sollte dann Ben wirklich mal mit seinem Laptop von Ulm dann nach Stuttgart kommen, da schlummert der Konflikt drin, der wurde aber noch nicht gelöst. Er kommt dann in Stuttgart an, dann Busstation 1, dockt ein. Die Anwendung will den Wert lesen, mal go, ich habe hier zwei Werte fürs Messgerät. Aber das ist ein idealer Zeitpunkt, den Ben zu fragen, ja, was ist jetzt hier angeschlossen? Ist es ein Barometer oder ist es eine Waage? Und dann, okay, kriegt eben Ben kriegt so einen Dialog, ja, und sucht sich da eben was aus. Messgerät für Station Busstation 1, habe ich jetzt einen Konflikt, was ist los? Sagt mir doch, was soll ich denn jetzt nehmen? Ja, man sieht auch, wir sind hier Informatiker und keine Designer. ja, wir haben auch, aber der eigentliche Punkt ist, wir haben Metainformationen. Zu jedem Faktum hinterlegen wir noch Informationen, die dann dem Mensch helfen, den Konflikt zu lösen. Weil oftmals spielt es eine Rolle, okay, also Michaela ist mein Boss, die wird es wahrscheinlich eher besser wissen. Ich mache mal das ein, was Michaela gesagt hat. Ja. Oder, ja, der Wert ist schon uralt, ich weiß gar nicht, wieso der überhaupt noch da drin steht, das ist natürlich Quatsch, ich muss natürlich den neueren Wert nehmen oder sowas. Also die Menschen brauchen immer noch ein bisschen Zusatzinformationen, um dann den Konflikt zu lösen. Punkt ist aber, wir lösen die Konflikte beim Lesen, weil das ist ein idealer Zeitpunkt. Und wir machen das manuell, weil man kann keine, oder es gibt keine pauschale Möglichkeit, so einen Konflikt aufzulösen. Okay, cool. Können wir uns da abarbeiten. Also wir haben gesagt, es gibt Konflikte, es kann Konflikte geben, das heißt unsere Get-Funktion liefert jetzt mehrere Werte, eventuell mehrere, wenn es einen Konflikt gibt, oder eben hat das Array nur einen Wert, wenn alles grün ist. Dann müssen wir weiter noch die Put-Option, indem wir so Meta-Werte reinschreiben, eben welcher Nutzer das jetzt war, auf welcher Maschine und zu welchem Zeitpunkt. Klar, hier haben wir wieder das Problem mit der Synchronie, also das, ob der Zeitpunkt überhaupt stimmt. Ja, vielleicht stimmt seine CMOS-Batterie durchgeraucht und er hat um 1970 da drin stehen. Aber der Mensch merkt dann, dass es irgendwie keinen Sinn macht, 1970, das muss dann irgendwie ein Fehler sein, dann wird es dann. Ja, und zum Beispiel hat er dann ein bisschen mehr bekommen jetzt hier, ist jetzt wieder die Printer-ID.
Station 1, die Eigenschaften für den Drucker eben, die Bytes. Es ruft die Hilfsfunktion auf, die mir aus dem System eben den Nutzer und die Maschinenname und den Zeitpunkt liefert. Und ich lösche eben nur mit den alten Printer-IDs. Okay, jetzt sieht es schon ganz nett aus. Ja, wir haben eine Datenbank, wir können da Konflikte reinschreiben, Konflikte wieder rauslesen, auflösen. Möchte ich dann deshalb zur Implementierung kommen? Wie haben wir diese Datenbank dann tatsächlich implementiert? Wie schon anfangs erwähnt, das ist ein F-Sharp-Projekt gewesen, haben wir dann in Visual Studio entwickelt. Und diese Datenbank, von der ich gerade spreche, kann sich jeder runterladen. Heißt Active.NET Add-Only-DB und NuGet ist der Paketmanager bei Visual Studio. Da kann man dann eben Add-Only-DB eingeben und sich das dann installieren. Das heißt mit Absicht Add-Only-DB, nicht Append-Only-DB, das ist so ähnlich, ne? Weil Append impliziert ein bisschen so eine Reihenfolge. Ich füge was hinten an. Aber das ist hier nicht der Fall. Ich habe einen großen Sack, ich schmeiße einen Haufen Fakten rein, ich sage dabei noch, welche anderen Fakten ungültig sind. Und das, was übrig bleibt, das gilt dann halt. Ja. Und es ist nicht irgendwie eine Hintereinfügung von Fakten, sondern eine Sammlung von Fakten. Als tatsächliche Datenbankmanager haben wir natürlich nichts Eigenes gemacht, sondern haben gefüllt in SQLite und haben da eigentlich nur zwei Tabellen drin. Die eine heißt Facts, die sammelt die Fakten. Da haben wir ja diese ID, die im Hashwert für das Faktum. Die globale ID, das ist, glaube ich, 16 Byte. Blob. Dann die Eigenschaft, die man setzen will, ist ein String, dann irgendein Wert, um die Serialisierung muss man sich dann kümmern. Und Metainformationen, das ist ein String, wir verwenden eine JSON-Serialisierung. Zu den Fakten gibt es eine Tabelle mit Deletes, die gibt dann für jeden Faktum-ID an, noch die Liste der anderen Fakten, die eben als obsolet angesehen werden sollen. Okay, wenn ich das Werte reinschreibe, wie sieht das aus? Also hier steht die Faktentabelle. Hier von irgendeinem Hashwert, der berechnet wurde, eine GUID 91AE5E könnte zum Beispiel für Bootstation 1 stehen, Eigenschaft Drucker, Bewert ist dann eben die Binärdarstellung von dem HP2130 und wir haben hier Metainformationen der User und zu welchem Zeitpunkt. Die zweite Teil hat dann einen anderen Hashwert, die gleiche Station, da wird das Messgerät gesetzt auf VW92B. Und die dritte Zeile ist das dritte Faktum, wieder einen anderen Hashwert, aber gleiche Station, oh, auch wieder Messgerät. Und jetzt eben hier die Waage TR12, da kommt dann die Deletes-Tabelle ins Spiel, die hat eben einen Eintrag, das Faktum hier, mit 0E, 4BD84C, übrigens erklärt folgendes andere Faktum, das andere Messgerät eben für obsolet. Okay, das zur Datenbank. Wir haben jetzt hier Immutability, Unveränderlichkeit von Daten. Wir hatten Kanzlerwechsel, wie man die Veränderung von Daten innerhalb der Datenbank darstellen kann. Ich möchte zu meinem dritten Punkt kommen, der Synchronisierung mit Merkle Trees. Was ist ein Merkle Tree? Merkle Tree ist ein recht alter Algorithmus, ich glaube 70er oder 80er ungefähr. Und jeder, der schon BitTorrent oder Casa oder wie die alle heißen, diese Peer-to-Peer-Netzwerke gemacht hat, hat den Algorithmus eigentlich schon angewendet. Das ist also da, um große Datenmengen zwischen zwei Peers eben zu synchronisieren. Man geht da wie folgt vor, man hat eben diesen großen Datenblock, zum Beispiel meine 4 GB Folien, die teile ich dann ein in kleinere Datenblöcke. Für jeden Datenblock berechne ich einen Hash und damit kann ich dann, wenn ich einen anderen Datenblock bekomme, gleich schnell prüfen, hat er denselben Inhalt wie den, was ich hier vorliegen habe. Und okay, ich sage, man möchte zügig synchronisieren. Naja, zügig hört sich immer schon gleich an wie Baum. Und Baulauf und Baum. Die unterste Ebene kombiniert eben zum Beispiel jetzt hier mit Grad 4. Die Hashes werden daraus wieder ein neuer Hash berechnet. Also sind die unteren Hashes mit einem neuen Hash berechnet. Und so weiter bis ganz nach oben. Und jetzt ist es so, wenn sich zwei treffen und hier 4 GB Folien synchronisieren wollen, können die zum Beispiel anfangen und erstmal den Top-Hash austauschen. Und wenn der identisch ist, dann weiß man, dass die Daten unten auch identisch sind und man ist schon fertig mit der Synchronisierung. Oder eben, es gibt einen Unterschied, man sieht es hier kaum, hier der eine Block, der ist dann doch anders, wie der ist grün, der ist blau. Und wenn die beiden jetzt synchronisieren, dann sieht man, dass der Top-Hash halt anders ist und man kann dann dem Pfad folgen, bis man zu dem
Datenblock einkommt, der dann unterschiedlich ist. Und tauscht dann eben nur diesen Datenblock aus. Okay, wie machen wir es jetzt mit unserer Datenbank? Also unsere Datenbank bedeutet jetzt nicht, das SQLite-File synchronisieren, weil die Reihenfolge mit, also weil die SQLite-Files natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Fakten in der Datenbank ankommen. Das können wir also nicht machen. Trotzdem sollte man hier irgendwie eine Ordnung haben zwischen den einzelnen Fakten. Also wenn jeder Streifen ein Faktum darstellt und ich daraus eben diesen Merkle-Tree berechnen möchte, muss ich ja schon sicherstellen, dass egal welches, aber wenn man das Faktum vorne, er hat immer auch das gleiche Faktum vorne, das gleiche ist. Damit der Top-Hash nachher auch identisch ist, wenn beide Datenbanken dieselbe Mengen an Fakten vorrätig haben. Welche Ordnung man nimmt, ist letztlich egal. Es bietet sich an, nach der Hash-ID zu sortieren. Ah, Moment, Hash-ID sortieren, aber wenn ich hier ein neues einfüge und es wird hier eingefügt, dann ändert sich doch der komplette Baum. Ja, stimmt, genau. Deswegen tut man die nicht ganz knapp hintereinander sortieren, sondern man teilt die vorher noch in so Blöcke ein. Man sagt, okay, hier vorne, also der Knoten hier zum Beispiel, sammelt den Hash von allen Hashes, die eben mit folgendem Präfix beginnen. Sodass, wenn man dann Einfügungen macht, die Menge der Fakten, die dieser Knoten repräsentiert, irgendwie gleich bleibt zwischen den beiden. Okay, wir hatten Immutability, wir hatten Kanzlerwechsel, ich habe den Merkle Tree vorgestellt, da kann man sich dann ein entsprechendes Netzwerkprotokoll ausdenken. Da möchte ich noch zu meinem letzten Punkt kommen, eben dieser Monade. Ich habe vorhin Code gezeigt mit dem Kanzlerwechsel, den ich ja Update genannt, und die Funktion ist ja eigentlich verkehrt. Da fehlt ja eigentlich ganz viel. Also zum ersten, es fehlt die Datenbank. Es gibt gar keine Datenbank. Und wenn ich updaten will und suchen will, muss ich auch irgendwie die Datenbank mit übergehen. Okay, also ich baue die Datenbank hier ein, macht man schon ein bisschen blöd, um diese Datenbank als Parameter mit hochzuschreiben, aber db, das geht ja gerade noch, zwei Zeichen. Aber mir fehlt ja nochmal was. Ich lese aus der Datenbank und schreibe was zurück. Das heißt, mein Schreiben hängt davon ab, was ich lese. Ich brauche natürlich eine Transaktion. Ja? Ich will sicherstellen, dass während ich hier lese und schreibe, nicht jemand noch was reinschiebt, was beim Lesenvorgang irgendwie relevant gewesen wäre. Also muss ich noch Start Transaction und Commit Transaction machen. Okay, gut, mache ich auch noch. Ja, jetzt fehlt ja immer noch was. Ja, ich habe keine Fehlerbehandlung. Wenn der jetzt irgendwas schief geht, muss ich Rollback machen. Irgendjemand muss Rollback aufrufen. Das macht ja noch niemand. Okay, Try Catch Block, Rollback. Ist immer noch nicht fertig. Was ist, wenn ich die Funktion schachtele? Viele Datenbanken können keine verschachtelten Transaktionen. Also SQLite insbesondere nicht, aber viele anderen auch nicht. Man kann eine Transaktion nur einmal öffnen. Wenn ich jetzt das Update verwende, um zum Beispiel mehrere Eigenschaften von einem Platz in einer Operation zu ändern, dann darf ich hier nicht Start Transaction machen. Okay, dann gehen die Probleme los. Wer öffnet die Transaktion? Wann wird die geschlossen? Wer sorgt für den Fehlerfall? Und sie gibt sehr viele Fallstricke. Deswegen habe ich mich reingesetzt, da ein monadisches Interface zu machen, um diese Fallstricke zu umgehen. So sieht das Endprodukt aus. Es gibt in .NET eine sehr schöne Unterstützung für Monaden. Die heißen dort Builder. Ich finde den Namen eigentlich schon fast besser. Einmal Monade sagt ein Nix. Aber Bilder hört sich an, wie ich baue was, das ist gut. Ich komme gleich drauf, wie der Bilder aussieht. Und das heute Produkt sieht dann so aus. Und ich finde, das sieht schon sehr ähnlich wie diese vermeintliche naive Implementierung aus. Sie hat einfach nur Update, es gibt keine Datenbank. Es gibt hier halt nicht Net, sondern Net Bang. Das ist in F-Sharp die Notation dafür, dass auf der rechten Seite wieder eine Monade steht und die vorher ausgewertet muss, bevor man eben den Wert bitten kann. Und es gibt Do Bang. Heißt dann, ja, auf der rechten Seite ist eine Monade, die muss ich auch auswerten, aber der Wert von der Monade interessiert mich nicht. Also in jedem Fall habe ich zum Beispiel die ID jetzt nicht im Auge wollen. Transaktionen habe ich jetzt hier irgendwie nicht, das geht aber dann relativ simpel. Eine Funktion, die man geschrieben hat, atomically, die nimmt eine Monade und sorgt dafür, dass die in einer Transaktion ausgeführt wird. Dabei prüft, ist schon eine offen, mache ich keine auf, ist noch keine offen, mache ich eine auf. Ja, bin ich fertig. Und so kann man dann schreiben, programmieren, und auch dann Operationen miteinander verknüpfen. Also ich kann dann ein anderes DB öffnen und dort mehrere Updates aufrufen und wieder dann eben für die Transaktionssicherheit gesorgt. Also hier dann Beispielanwendung. Irgendwann muss man natürlich auf diese Datenbank zugreifen. Also man öffnet die Datenbank, wie auch immer das jetzt geht. Dann baut man sich eine Operation zusammen. Hier der Einfall habe nur der Aufruf an Update, aber hier könnt ihr auch eine beliebige lange Liste von Update-Operationen oder eben Datenbank-Operationen stehen. Und dann ruft man den Runner auf.
Der kriegt dann einmal, das ist die einzige Stelle im ganzen Programm, Top-Level quasi, die Datenbank wird übergeben und die Operation, die darauf ausgeführt werden soll, und sorgt dann eben dafür, dass das alles richtig ausgeführt wird. Okay, da möchte ich gerne ein bisschen näher darauf eingehen. Einmal, was ist diese Op, diese Operation, und was ist diese, was hat diese Run von der auf der DB zu tun? Oder besser gesagt, was ist eigentlich dieses DB? Ja, woher kommt das? Also erstmal Op. Das Op kann man sich ausdenken. Habe ich mir ausgedacht. Ja, das ist einfach ein Typ und beschreibt die verschiedenen Operationen, die man auf der Datenbank realisieren möchte. Es gibt einen speziellen Typ, das ist nicht unbedingt die Operation auf der Datenbank, sondern eben das Ergebnis der Operation. Irgendwann bin ich fertig, will das Ergebnis bewerten. Also gibt es den Aufzählungstyp eben hier Result. Und dann die Operation Get. Ja, okay, von uns bekannt vor. Die Objekt-ID, die Eigenschaft. Und hier der Wert und die mehreren Werte bei Konflikt, die da zurückkommen. Ein bisschen komisch ist hier das AOR-Programm und das ist in Klammern, das ist die Notation dafür, dass es hier ein Funktionswert ist. Also hier übergibt man eine Funktion, die ein Value nimmt und ein Op liefert. Und das ist so ein bisschen eine Art von Continuation, das ist nicht ganz eine Continuation. Oder ein Callback, das ist ja auch nicht ganz so ein Callback, aber von der Idee her stellt es das dar. Das bedeutet nichts anderes, als wenn ich get aufrufe, und Geld mir einen Wert liefert, dann soll ich diese Funktion aufrufen, die sagt mir dann, wie es mit den Operationen weitergeht. Entsprechend auch für Put, da habe ich sie zusammengefasst, eben als Fact-Typ, die GUID, die Eigenschaft Property, die Value, die Meta-Information, die Obsolets, das ist alles Fact und die liefert eben die ID von dem Faktum. Und dann noch die Operation, um das als Transaktion auszuführen. Okay, das ist Op, wie sieht DB aus? Und das finde ich relativ einfach, wenn F-Sharp, da gibt es eben die Unterstützung durch den Compiler. DB ist eine Instanz von einer Klasse und diese Klasse muss, oder diese Klasse implementiert eine Reihe von Methoden. Es gibt eine ganze Liste, hier genügen zwei. Einmal Return, damit kann ich einen Wert in dieser Monade quasi speichern. Das ist dann unser Result-Typ. Also bei Return rufe ich eben mit irgendeinem Wert auf, den ich dort in der Operation drin ablegen kann. Und Bind, das kennen manche von euch eben von den Monaden, die Bind-Funktion. Das ist eigentlich, finde ich, eher besser Next. Ja, was passiert als Nächstes? Ich habe eine Operation und jetzt will ich die nächste Operation ausführen. Wie muss ich denn das machen? Muss ich da Transaktionen öffnen oder was auch immer? Das kann ich ja angeben. Und die Signatur sieht so aus, als ich habe jetzt auch eine Operation, die liefert mir einen Wert B. Ich gebe eine Funktion an, die mir eben diesen Wert B nimmt und mir dafür die nächste Operation berechnet und das wird dann eben zurückgegeben. Okay, also Op. Und DB, wie sieht dann das konkret aus mit dem Bind, also wieder hier das B, was da gespeichert ist, diese Next-Funktion. Ja, ich orientiere mich hier an meinem Operationstyp, Result, Get, Put, Automatically. Für alle diese vier Fälle muss ich angeben, wie mache ich das, dass es weitergeht. Okay, wenn nur ein Wert drin gespeichert ist, kann ich direkt diese Next-Funktion aufrufen. Die gibt mir dann einfach den nächsten Wert. Wenn ich eine Get-Operation hatte, und habe hier dann den Callback, dann muss ich dann eben diesen Callback hier drin aufrufen. Und dann packe ich das in ein äußeres Get und dessen Callback-Funktion nimmt dann erstmal den Value aus meinem jetzigen Get, ruft dann den Callback auf, um die nächste Operation zu liefern und bindet das dann eben an die Next-Funktion, die dort gegeben wurde. Und so schachtel ich sich das dann zusammen. Put and Automatically überspringe ich jetzt diesen nach dem gleichen Muster aufgebaut. Und hier, also nochmal hinterlegt, das sind diese Continuations oder Callbacks, die eben hier in der Bind-Funktion neu erzeugt wurden. Das ist eigentlich das, was die Bind-Funktion ausmacht, wie diese Continuations aussehen. Hier nochmal die Definition von den Bildern, die hatten wir gerade eben schon, damit man hier unten das besser sieht. Das ist diese Implementierung von dieser Update-Funktion von vorhin, das haben wir vorhin mit Search und Put. Und wie wird das dann umgesetzt? Dadurch eben, dass es diese DB-Instanz ist, werden eben hier die Bind- und Return-Methoden aufgerufen. Das heißt, der Compiler wendet diesen Ausdruck intern eben um. Das habe ich mal Abschnitte hervorgehoben. Okay, es ruft er, wertet diese Search-Monade aus.
Das Ergebnis wird dann eben an den Namen Old IDs, der kommt von hier oben, gebunden. Und in der Continuation wird dann eben die nächste Anweisung ausgeführt, das Put mit seinen Argumenten. Und das wird eben an dessen Continuation angebunden. Und das übernimmt dann der Compiler, der dann eben diese Anweisung in der Monade der Reihe nach umsetzt. Das heißt, ich bekomme da so einen Baum und den kann ich dann in diesen Runner schicken. Wir haben am Anfang in der Beispielanwendung Run, kriegt die Datenbank und eben die Operation. Und wie sieht jetzt diese Run-Funktion auf? Die ruft eben diese Hilfsfunktion, meinen Loop auf. Und die, deren einzige Aufgabe ist eigentlich zu tracken, ob man sich in einer Transaktion schon befindet oder nicht. Am Anfang befindet man sich nicht in einer Transaktion und man matcht dann wieder in den vier Fällen von diesem Operator, also von dem Opt-Wert. Okay, also Run soll mir dann das Ergebnis liefern, wenn ich die Operation auf die Datenbank anwende. Okay, wenn einfach nur steht Result, ja okay, das Ergebnis von Result ist eben das, was ich da reingeschickt habe, dieses V. Was ist das Ergebnis von der Get-Operation? Okay, Get-Operation, ja gut, wir hatten ja vorhin diese Get-Funktion in der API, die rufe ich hier auf. Jetzt habe ich ja die Datenbank, Eigenschaft, also Objekt-ID, Eigenschaft, das ist der Wert, der eben da rauskommt. Und für den Wert rufe ich dann diesen Callback auf, um die nächste Operation rauszufinden. Und wenn ich dann die nächste Operation kenne, dann rufe ich rekursiv wieder RunLoop auf. Schön, dass .NET Tail Recursion hat, dann kriege ich hier keinen beliebig großen Set. Put ist ähnlich implementiert, Atomically auch fast, aber hier kommt natürlich die Sache mit der Transaktion ins Spiel. Ich rufe hier noch die andere Funktion RunTransaction auf, die dafür sorgt, dass ob innerhalb einer Transaktion ausgeführt wird. Hier ist RunTransaction, sieht relativ lang aus, ist aber nicht, macht nicht so besonders viel. Erstens prüft, ja bin ich schon in einer Transaktion, dann muss ich nichts machen, sondern ruft eben diese Haupthilfefunktion RunLoop auf und ja okay, ich bin in einer Transaktion, mach mal weiter, alles gut. Wenn ich nicht in einer Transaktion bin, dann muss ich die öffnen und dann kommen die Sachen von vorhin. Okay, ich brauche einen Try-Catch-Block, ich muss die Transaktion öffnen, dann fülle ich eben das aus, was ich eben ausfüllen will, dann nehme ich die andere Hilfefunktion. Und wenn ich fertig bin, committe ich die Transaction und gebe das Ergebnis eben zurück. Außer es passiert ein Fehler, dann mache ich vorher ein Rollback und schmeiße dann dort die Exception nach oben. Okay, wir hatten die Datenbank, ich habe herausgestellt, Immutability, die Unveränderlichkeit von Daten, wie das bei uns die Synchronisierung erleichtert hat. Wir haben nur Fakten synchronisiert. Mit Kanzlerwechsel haben wir eine Methode, um zu beschreiben, wie man die Daten ändert. Ich habe die Merkle Trees gezeigt, wie man die Daten synchronisieren kann. Und ich habe gezeigt, einmal das monadische Interface, wie das einen Fehlerquellen eliminiert und auch wie man das in F-Sharp implementieren kann. Das Schöne war dann, das Datenbankmodul hatte im Laufzeit vom Projekt, das ging jetzt ungefähr ein halbes Jahr, genau einen Bug, weil man sehr viel testen konnte. Ja, dadurch, dass ich diese Monade habe, ich muss die ja nicht auf eine echte Datenbank anwenden. Ich kann einen anderen Runner schreiben, der nur so tut, als gäbe es Datenbankoperationen, eben die richtigen Werte liefert. Das heißt, ich habe eine sehr gute Testabdeckung von dem Datenbankmodul jetzt für die konkrete Anwendung. Das ist im Gegensatz zu dem Teil, was die GUI dargestellt hat. Da gab es eben nur einen Dispatch-Thread, wo man den Zustand verwalten und in dem Moment, wo man eben Zustände verwaltet hat, da hatten wir eigentlich unsere meisten Fehler drin. Das sind also die vier Punkte, die ich herausstellen wollte von unserem Projekt, die uns sehr geholfen haben und vielleicht findet es ja bei dem einen oder anderen auch eine positive Anwendung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Andreas. Gibt es noch Fragen? Diese Liste von obsolete Entries, die damit gefüllt wird, jeden Eintrag, die erinnert mich dann noch ein bisschen arg an, sagen wir mal, ein Git-Commit, eine Liste von Parents. Oder vielleicht ähnliche zum Mercurial, wo man tatsächlich mehrere Enden von dem Baum an Events im Speicher haben kann. Wie weit geht denn diese Analogie? Jetzt auf ein konkretes Property bezogen. Also es ist schon, man kann schon einen Baum rekonstruieren, aber es ist nicht dieser Commit-Baum bei Git, sondern es ist nur der Baum der Löschungen sozusagen. Also ich kann,
Ich kann eine topologische Sortierung vornehmen und die Einträge, auf die kein Löscheintrag verweist, das sind die Einträge, die gerade gültig sind. Und alle anderen Einträge davor, die sind die gelöschten. Es passt deswegen nicht ganz, weil ich ja Fakten hinzufügen kann, die keine Löschung vornehmen. Die sind dann auch ein Commit, aber wann genau die stattgefunden haben in Relation zu den anderen, kann ich dann nicht mehr rekonstruieren. Also beim Git hast du immer den Parent Pointer. Und hier kann es obsolet ein leeres Array sein. Ein bestimmtes Property eines bestimmten Objektes? Ja. Aus von A zu 9? Ja. Also wir verwenden es zum Beispiel, um Listen zu repräsentieren. Ich habe da einfach gesagt, wenn Value immer mehrere Werte hat, ist es ein Konflikt, aber du könntest vorsehen, dass es eine Eigenschaft ist, die eine Liste ist. Also zum Beispiel, der Standard hat mehrere Prüfstationen. Da speichere ich einfach alle Prüfstationen dann ab. Wie groß ist denn diese Datenbank, die da synchronisiert und wie oft wird die synchronisiert? Wird da jedes Mal dieser kompletten Working Tree synchronisiert oder gibt es da auch die Möglichkeit, direkt mit den Daten zu pushen oder sowieso weiß, der andere hat sie noch nicht? Oder? Gute Frage. Also wir haben mal eine Abschätzung gemacht und für das konkrete Projekt erwarten wir Datenbank in der Größe von 300 Megabyte max. Einfach durch die Anzahl der Stationen und Anzahl der Standorte und Anzahl der Konfigurations-Items. Natürlich, die Datenbank wächst immer nur. Ja. Man kann dann sich Methoden überlegen, mit denen man die schrumpfen kann, indem man alte Einträge löscht und sich nur die Hash-ID merkt. Die andere Frage war, wie oft synchronisiert wird. Wir synchronisieren sehr oft. Also bei jeder Änderung, die an der Datenbank vorgenommen wird, oder ich habe ein neues Netzwerk, oder der Laptop wird aufgeklappt, frage ich in die Runde, hey, ich habe folgenden Top-Hash, seid ihr damit einverstanden? Und wenn nicht, dann meldet er sich und dann machen die eben diese Synchronisierung durch. Dadurch geht es relativ schnell, weil alle Klienten innerhalb des Subnetzes sehr nah beieinander bleiben. Also wenn einer in der Busstation ist und das neue Messgerät einträgt, zack, wissen es die anderen Geräte alle schon, dass es auch dieses neue Gerät gibt. Und im Moment, 300 Megabyte hört sich vielleicht viel an, ist es aber nicht viel. Berechnen wir den Merkle Tree immer on the fly. Man kann sich Methoden überlegen, mit denen man das cached, falls es doch mal ein Bottleneck sein sollte. Aber wenn genügt es, den on the fly zu generieren. Habt ihr das eingebaut in die Software, dass ihr messen könnt, wie oft der Benutzer Konflikte synchronisiert? Dass wir im Laufe der Zeit Erfahrungswert bekommen, ob das häufig passiert oder eigentlich nicht. Also wir haben einen Log, den wir rausschreiben. Und im Log steht dann drin, wenn es zum Konflikt kam, dass der Benutzer gerade gefragt wurde und welche Antwort der Benutzer gegeben hat. Einfach weil bei Bug-Reports möchte man wissen, was ist da gerade eben abgelaufen, kurz bevor es zu diesem vermeintlichen Bug dann gekommen ist. Tatsächlich so bei den Kunden dort, wird es nicht so oft zu Konflikten, oder wir erwarten es nicht, dass es so oft zu Konflikten kommt, weil die haben Geräteworte. Das ist ein großer Fußball mit vielen Messgeräten und die haben eine dedizierte Person, die die Busstationen einrichtet mit den Messgeräten und vor allem eben mit den Messgeräten. Und dadurch ist dann meistens halt eine Person, die von Busstation zu Busstation läuft und die Änderungen vornimmt. Und wenn das nur eine Person ist und die mal untereinander synchronisieren, ist die Person des Locking Token sozusagen, ja. Genau. Das Projekt war jetzt vor kurzem erst fertig. Erfahrungswerte kann ich jetzt nicht geben, wie oft es da tatsächlich zum Konflikt kam, ob unsere Überlegung da gestimmt hat oder nicht. Muss ich vielleicht dann nächstes Jahr dann nachfragen. Gut, nochmal vielen Dank, Andreas. Danke auch. Wir haben jetzt eine Kaffeepause.